Hallo Leute, der Sorero ist wieder da mit der nächsten Folge Star Wars Jedi. Jedi Survivor. Ja, da muss ich mal kurz nachdenken. Jedi Survivor und wir sollen immer noch sie retten. Ja. Und schön, dass du dabei bist und zuschaust. Ich hoffe, es gefällt dir. Wenn so ist, freue ich mich wie immer um ein Like. Gerne natürlich auch einen Kommentar schreiben. Vielleicht geht es dir so wie mir und du bist gerade ein bisschen gefrustet, weil dieses Spiel. Also es ist für mich gerade mehr Wallrunning und Jump'n'Run und irgendwie Parkour als Jedi-Spiel. Ja, als Star Wars-Spiel irgendwie. Also ich bin da gerade überhaupt nicht zufrieden. Das merkt man vielleicht auch so ein bisschen. Und ja, wenn du mich aber unterstützen willst, den Kanal unterstützen willst oder keine Folge verpassen willst, freue ich mich über ein Abo. Ich will das Spiel fertig spielen. Vielleicht wird es ja auch noch ein bisschen besser, aber ich bin momentan echt verwirrt. Hinzu kommt, dass ich gerade ein bisschen gefrustet bin, nicht nur wegen des Spiels, sondern auch noch wegen einer anderen Sache. Also heute würde ich gern ganz viele Gegner verkloppen mit meinem Lichtschwert. Ich hoffe, dass ich dazu komme und das nicht nach hinten losgeht. Ja, was war denn? Wir sind von irgendwo hier drüben gekommen. Da. Und sind da lang und da lang und da lang und müssen dahin und waren hier schon quasi. Ja, ganz dicht davor. Und sind hier lang und hier lang und hier lang. So, und da kam ich nicht hoch. Genau, das habe ich nicht gefunden. Und dann bin ich irgendwie hier runtergestürzt. Auch, also, ich meine, ihr könnt euch das in der letzten Folge nochmal angucken. Ich treffe auf den Anführer hier dieser Bande. Und statt dem irgendwie den Kopf abzuhacken oder den Arm abzuhacken, also dann hacke ich ihm am Ende die Hand ab, die er sich einfach wieder ansteckt, wo ich auch nicht weiß, wie das funktionieren soll. Aber statt ihn irgendwie ernsthaft zu verletzen oder gar zu töten, läuft er weg und er überrascht mich auch. Also ich bin Jedi mit Jedi-Fähigkeiten, aber offensichtlich kriege ich gar nichts mit. Ja, und bin jetzt hier unten und bin also weiter weg vom Anfang, vom Anfang, also von da, als naja, weiter weg vielleicht nicht, aber viel weiter unten, als ich hier war. Also gefühlt und das war ein ja anderthalb Stunden Weg. Also deswegen, ich bin da echt gerade ziemlich frustriert, weil das kann es doch nicht sein. Also hallo? Ja, da haben irgendwelche Level-Designer sich ausgetobt, aber sorry, also das hat nichts mit Star Wars zu tun. Nennt das irgendwie Parkour-Spiel, okay, aber nicht Star Wars. Landehydraulik. Wir sind ziemlich weit unten. Yep, das wissen wir, dass wir ziemlich weit unten sind. So, okay, dann müssen wir jetzt mal rausgucken, wie es hier überhaupt weitergeht. Das ist nämlich auch gerade völlig unklar. Achso. Wir brauchen den Stimmschlüssel wieder. Er verschafft ihnen Zugriff auf alles, was Kree weggesperrt hat. Genau, den Schlüssel haben wir auch verloren. Aus irgendwelchen Gründen, die sich mir überhaupt nicht erklären. Hä? Und dann habe ich ganz oft, ja, wo will er denn jetzt hin? Und dann muss man sich irgendwo hinstellen. Ich höre dich, BD. Mal sehen. Also das verstehe ich einfach nicht. Ja, also das... Hallo? Ja, so war das. Ja, also das bin ich echt... Wenn ich das jetzt hochhebe... Okay, komme ich aber eigentlich... Achso, vielleicht muss ich erst darüber. Nein, ich komme da nicht hoch. Doch, ich komme da hoch. Das hätte mich jetzt schon sehr gewundert. Da gibt es aber auch noch irgendwas. Ach, diese Sprünge hier. Eigentlich ist die totaler Unsinn. Kann ich da ranspringen? Geht das jetzt hoch?
Nee, jetzt kann ich Wallrunning darüber machen, alles klar. Nein! Oh, oder ich kann halt auch runterfallen. Da bin ich gut drin. Wo sind wir denn jetzt? Da sind wir. Weil da drüben ist irgendwie auch noch was. Das ist ja auch der Punkt. Ich weiß dann nicht, wo geht's denn jetzt weiter? Komme ich da wieder zurück? Muss ich da hoch? Ja, es ist so. Das ist so ein Open-World-Ding. Nur weil es hier irgendwie 5 verschiedene. Nein. Auch mit dir. Fünf verschiedene Möglichkeiten gibt, irgendwo hinzugehen. Ja, das ist kein guter. Also, Open World Design ist auch nicht. Sorry. Ja, also, das wäre eine ganz schlechte Open World. Okay. So, und jetzt komme ich dahin und dann komme ich irgendwo wieder darunter. Die Frage ist gerade. Naja, auf der anderen Seite gibt es noch nicht mal was. Also lieber nicht da abspringen. Dann fällt man ins Nichts. Eieieiei. Okay, so, das heißt, das haben wir jetzt hier. Die funktionieren die Sprünge nicht. Okay. Das sieht schlimm aus. Leckende Rohre, freigelegte Kabel. Das wird in einer Katastrophe enden. Nicht für dich. Ich endet hier nämlich. So. Hey. Und jetzt muss ich die ganze Zeit diese Sachen nutzen, damit ich hier irgendwie weiterkomme. Die Wartungswege müssen nach oben führen, denke ich. Und irgendwelche lustigen, komischen Sprünge machen. Ja, Jump and Drum. Jetzt muss ich auf die Plattform, oder? So. Der kriegt da unten das aber auch gar nicht mit. Ja, macht schön Schepper-Geräusche. Und jetzt? Du hast hier nichts zu suchen. Alter, ich werde Ladies mit deinem Kopf erweisen. Du bist erledigt, Jedi. Du kannst dich entkommen. Und nix. So. Abkürzung? Abkürzung. Okay. Was soll mir das bringen? Komm ich. Hä? Interagieren? Hey, sieh dir das an. Okay. Aber das war jetzt nur, um diesen Prioritklumpen zu holen, oder wie? Das war alles. Deswegen bin ich jetzt hier rüber. Okay, die Frage ist. Oh, das war effektiv. Ich vermute mal, ich muss darüber. Ah.
Und dann da hoch. Also wir müssen das hoch machen. Naja. Das runter machen. Und dann da rüber. So. Denke ich mal. Karte. Vielleicht haben wir auch irgendwas übersehen, aber so scheint das. Und dann geht's da irgendwo weiter. Ich bin immer noch total weit unten. Ich wollte ja eigentlich letzte Mal sie retten und das in einem durchspielen. Habe ich nicht geschafft. Na, super. Nein. Dümp hat's gerade gemacht. Und schwupps. Hey, ich weiß nicht, was das ist. Ging mein Controller nicht mehr. Super, oder? Da kommt nämlich richtig Freude auf. Vor allem mit dem Kampf. Mitten im Kampf ist es super, wenn auf einmal der Controller nicht mehr funktioniert. So. Aber ihr kommt da auch nicht raus, oder wie? Und ich habe keine Macht mehr. Einer weniger. Irgendeinem Grund geht das gerade nicht. Ich kann den jetzt runterrupfen, aber ich kann den. Okay. Aber ich kann den auch nicht, konnte das nicht machen, als ich den anderen markiert hatte. Hier ist kein Durchkommen. Ja, das ist klar. Ich bin Jedi. Ich komme noch mal durch sowas nicht durch. Wenn ich nur... So, tut mir leid, alter Droide, aber ich verspreche, du wirst weiterleben. Vorne sind welche. Natürlich. Das heißt, vermutlich kommen wir hier nochmal her. Ich glaube, du bist falsch abgebogen. Weil so eine Droidika ist. Ja, ich habe keine Macht. Endlich mal. Feindgesichtet, kommen Sie sofort zurück. Zu spät gesehen. Lenkt den Beschuss ab. Eröffne Feuer. Nimm das. Ja, ist ja super. Hier geht's hoch, aber das, was mich ein bisschen verwundert ist,
Wobei, auch diese Tür hier, die ich nicht offen könnte. Ja, hier kann ich jede Menge, also jede Menge Rot. Ich denke so, und vor allem hier irgendwas. Grün. Und da gibt's was. Hätte ich von da irgendwo hinkommen können? Ich weiß noch nicht mal, wo das war. Da bin ich auch nicht lang. Ich bin da lang, da lang. Da lang. Wie wäre ich denn bitte hier hochgekommen? Sehr merkwürdig. Also irgendwas habe ich da verpasst. Und zwar relativ viel anscheinend. Weiß man echt nicht, wie ich da hinkomme. Hier ist ja kein Durchkommen. Rot. Ich will aber auch nicht nach da. Ich will nach hier. Hier sieht ja aus wie, ich komme da irgendwie rein. Ganz ehrlich, jetzt müsste ich da zurück und dann darüber. Das weiß ich noch nicht mal, ob ich das vom Sprung her überhaupt schaffen kann. Wie komme ich denn jetzt? Wow, kannst du bitte hier stehen bleiben? So, und jetzt? Komme ich jetzt darüber zurück? Nö, komme ich gar nicht. Und danach? Da? Das funktioniert aber irgendwie. Das macht auch keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn! Hallo? Nee. Hier ist er zu. Ich kann sie nicht öffnen. Da müsste ich hin, um dann darüber zu kommen. Hier ist aber nicht rot, lustigerweise. Hier ist eine Tür, die nicht aufgeht, die aber nicht rot ist. So, also das ist gar kein Hinweis. Diese Karte ist irgendwie. Naja. Okay, also anscheinend muss ich hier lang weiter. Warum auch immer. Na gut. Gehen wir jetzt halt hoch. Bord? Bord, kannst du mich hören? Wir müssen außer Reichweite sein. Oder sie stören unsere Kommunikation. Ich bin sicher, er ist okay. Aber fürs Erste müssen wir allein weiter. Jetzt sind wir da. Hier quasi ganz in der Nähe waren wir. Wir kommen jetzt da raus. Okay. Alles klar. Hier durch. Vielleicht kommen wir jetzt zu diesem Turbolift. Okay. Ich meditiere mal, werde ausruhen, weil ich gerade nur noch 4 Stimpacks habe und wir schauen mal nach Fähigkeiten. Und wir gehen mal in, hallo, in Überleben.
Verwirrung nutze ich so gut wie gar nicht. Blockanzeige füllt sich schneller, sind zwei. Es sind ein Punkt und das sind zwei Punkte. Das. Das heißt, wir kriegen auch ein bisschen Macht, weil ganz ehrlich, ich habe so dermaßen wenig Macht. Ja, im Normalfall. Jetzt sind wir doch quasi kurz vor dem, genau. Jetzt können wir hier geradeaus. Das ging letztes Mal nicht. So, ja, weil wir das noch nicht konnten. Gucken wir uns mal um. Kommen wir natürlich nicht durch, weil warum auch? Das wäre ja zu einfach. Und dem Frieden traue ich hier gerade aber sowas von gar nicht. So eine Lücke gelassen, wo man durchkriechen kann. Also, dass man das mal hat, verstehe ich ja. Aber, dass man das ständig hat, hat irgendwie gar keinen Sinn. Santari, deine Arbeit ist unvergleichlich. Doch einen Druiden zu schicken, statt mir selbst entgegenzutreten, ist feige. Ein geringer Preis dafür, dass ihr euer Leben verschonte. Sag mir, hat der Tod des Jedi dich befriedigt? Er konnte fliehen. Die vielen Jahre in Gefangenschaft haben dich abgestumpft. Ich sehe scharf genug, dass der Jedi euch ebenbürtig sein könnte. Sag das erneut und ich schneide deine Zunge raus. Sie wird nachwachsen. Dagon, hör zu. Der Jedi ist eine Gefahr. Seit wir das haben, nicht mehr. Ich habe die Frequenzen des Geräts bereits kopiert. Wir haben Zugriff auf alles, was sie versiegelt hat. Gut gemacht, Ravis. Du... aktiviere die Waldanlage. Begib dich zum zerstörten Mond. Ich weiß, wo Santari den letzten Kompass versteckt hat. Dagon. Wenn ihr ihn habt... betrachte ich meinen Schwur an euch als erfüllt. Was dann, alter Freund? Die Galaxis hat sich verändert. Es gibt viele Kriege. Doch Ehre haben sie kaum zu bieten. Sobald wir auf Tanelor sind, können wir uns einen neuen Krieg erträumen. Du und ich. Vielleicht... bevor ich gehe, soll ich noch den Druiden ausschlachten? Nein. Santari hat die Speicherbank des Druiden gelöscht. Sie weiß nichts über den Kompass. Ich werde sie ausschlachten und umprogrammieren, damit sie mir so dient, wie sie früher ihr gedient hat. Also statt sie zu retten, haben wir ihm das Ding gebracht und sie haben jetzt alle Codes und... er weiß, wo der letzte Kompass ist, also alles cool. Wir haben also totales Chaos angerichtet. Aha. Okay. So. Da ist irgendwas. Und da ist irgendwas. Das ist jetzt wieder so... wenn ich eine Open World habe, dann wäre es egal. Dann könnte ich in die Richtung gehen, in die Richtung. Und ich würde irgendwie...
ich jetzt links oder rechts rumgehe, ist dann egal. Oder ich kann auch abstürzen. Oder nochmal abstürzen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich dahin muss. Oder ob das nur eins der... Ich weiß es halt nicht. Das ist das Unsinnige. Diesmal bin ich gleich abgestürzt, abgerutscht, warum auch immer. Obwohl ich dran war. Ich war auch dran. Nee, ich komm da nicht hoch. Also, keine Ahnung. Versuchen wir erstmal. Erstmal einen heilen. Und dann versuchen wir mal hier. Okay. Da gibt's was, da gibt's was. Wo sind wir denn? Halbe, noch nicht ganz halbe Stunde, aber Meditationspunkt entdeckt. Das ist ja schon mal gut. So, dann. Bereit zum Aufbruch? Gucken wir mal, was uns hier, was wir hier haben. Eine Kiste oder. Nee. Irgendwas haben wir hier. Okay. So. Hier gibt's irgendwas. Große Tür, da gibt's was und da muss ich hin. Wieso fahren wir jetzt nach unten? Wollte ich nicht. Na super. warum? Kann mir jetzt einer sagen, warum? Ewigkeiten später. Wo kommen wir denn jetzt bitte hier hin? Das ist ja jetzt tiefer als diese Landestützen, wo wir waren. Der Kern. Verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich bin jetzt quasi von da oben. Wie bin ich? Aber ich bin doch nirgendwo wirklich... Okay, ich bin im Aufzug gefahren, ja. Ich weiß noch nicht, was ich hier jetzt machen soll. Weil ich will ja eigentlich nach da hoch. Warum? Warum bin ich hier jetzt Ewigkeiten? Vor allem, das dauert ja wirklich ewig. Das ist ja eine ewige Aufzugsfahrt jetzt. Und weiter. Was war das jetzt? Wenn wir gleich da sind.
Waren das jetzt 30 Sekunden Aufzugsfahrt? Einmal runter 30 Sekunden, einmal hoch 30 Sekunden? Dagon könnte überall sein. Bereit, BD? Wenn du bereit bist, bin ich es auch. Und hier komme ich nicht weiter. Mal da drin ist. Und die ist zu. Also, hier ist nichts. Das heißt, wir gehen jetzt da rein. Sieh! Okay, sieh. Ich hol dich da raus. Beeilen Sie sich, Cal! Er wird mich umprogrammieren! Dieser Druide gehört mir! Das war klar. Dann werde ich mich wohl selbst retten. Ihr habt also Ravis überlebt. Wie? Wie immer. Ihr habt andere Jedi ermordet. Ich habe jene niedergestreckt, die gegen mich waren. Geht oder teilt ihr Schicksal. Selbst wenn ihr glaubt, dass der Rat euch hinterging. Sie waren eure Familie. Diese Arroganz. Anzunehmen, ihr wüsstet, was mich antreibt. Ich sehe, dass eure Besessenheit von Tenalor euch blind gemacht hat. Was auch geschehen ist. Ihr könnt die Vergangenheit nicht ändern. Das könnt ihr mir glauben. Vielleicht habt ihr recht. Die Vergangenheit, sie ist... eine Kette, die ich durchbrechen muss! Der Stimmschlüssel gehört mir! Der Droide gehört mir! Tenalor gehört mir! Meisterin Kree hätte sich in diesem Tag verrotten lassen sollen! Freiheit! Ja. So, jetzt kommt der Kampf. Halt dich fest, sie! Das war der Plan! Ich werde euch brechen! Ihr steht also noch, was? Beeilung! Leidet! Na, hey, BD1! Ich spüre eure Angst. Wirklich? Natürlich, ich kann den. Ich kann den natürlich nicht umschubsen. Genau. Ihr seid schwach. Ich bemitleide euch. Ihr werdet scheitern. Ja, das ist das, wenn du außer Reichweite eigentlich bist und der dich trotzdem triffst. Ich werde jeden niederstrecken, der mir im Weg steht.
getroffen. Schwach. Ich habe keine Stimpacks mehr. Trivial. Und ich habe keine, vor allem ich habe keine Macht. Macht das noch mal. Könnt ihr noch kämpfen? Ich habe noch nicht mal Macht, die ich einsetzen kann. Es ist doch unglaublich. Keine Gnade. Du machst Fehler. Naja, jetzt sind wir sowieso gleich drauf. Ey, ganz ehrlich. Du hast keine Macht, die du einsetzen kannst. Was bin ich denn bitte? In Null-Level Padawan oder so? Das ist doch kompletter Unsinn. War das hier, war das? Und das macht auch keinen Schaden. Ich treffe den. Mach das nochmal. Ja, also ich meine. Mit dem Angriff. Und dann macht es noch nicht mal Schaden. Willst du mir mal bitte? Versuch das erneut. Mach das nochmal. Ja, ihr werdet nicht überleben. Ich drück's ausweichen. Was passiert? Ihr werdet scheitern. Nichts passiert. Ich bemitleide euch. Abschaum. Hierher! Sterb! Schmerzt es? Tennelor gehört mir und ich werde jeden niederstrecken, der mir im Weg steht. Amüsant. Ihr seid am Ende, Jedi. Der blockt alles von mir. Und ich. Jämmerlich. Blocke fast gar nichts. Der macht irgendeinen Angriff und ich kann den weder blocken. Und noch komme ich irgendwie durch. Durch seinen Angriff. Sowas, dieses. Das! Ich spüre eure Angst. Na gut, das war, dann wird es ein roter Angriff am Ende auch noch. Genau. Okay, das ist der Kerl, von dem du erzählt hast. Ja, und er hat richtig gute Laune. Ihr habt mich lange genug aufgehalten. Auf einmal kann er mich tragen. Warum konnte er es vorher nicht? So leicht kommst du mir nicht davon. Dann auf einmal kann er mich tragen? Zwei Krieger auf der Höhe ihres Kranz, brüderlich verbunden. So entstehen Legenden. Sie
Und der Oberbösewicht ist wieder abgehauen. So, du hast Bosskämpfe und der Boss, also zum wiederholten Male und ganz ehrlich, verstehe ich nicht. Okay. Befreiung von See. So, wo muss ich denn jetzt lang? Wo ist sie denn jetzt hin? Achso, ich kann erstmal hier noch irgendwas machen. Und dann muss ich da rüber. Okay. Und ich habe alle Stimpacks verbraucht. Oh, wei, ei. Maximale Gesundheit erhöht. Na schön. Komm schon, Sie. Lass uns weitergehen. Das ist vermutlich klüger. Dagon Gera ist eindeutig verrückt. Er ist besessen von irgendeinem Kompass. Deine Meisterin sie geschaffen, um durch den Abyss zu navigieren. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Sie hat dieses Wissen aus deinem Speicher gelöscht. Das würde es erklären. Nun, Dagon ist sicher, dass sie für ihn einen Kompass zurückgelassen hat. Hoffentlich. Dagon hat Ravis zu einer anderen Anlage auf dem Mond geschickt. Vielleicht werden wir ja dort fündig. Zurück auf den Mond? Großartig. Oh, Meisterin Cree. Warum habt ihr mich geschickt, um diesen Verräter zu befreien? Die Leute sind kompliziert. Vielleicht dachte sie, der Orden irrt sich. Wenn wir sie nur fragen könnten. Bitte lassen Sie uns diesen schrecklichen Ort verlassen. So. Ich kann dadurch. Dann gab es hier den Fahrstuhl. Den kann ich jetzt nicht mehr nutzen. Weil da unten... Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Interagieren? Was passiert jetzt? Will ich es wissen? Der sicherste Weg hier raus. Hast du das bestimmt? Nein. Also gut. Sie wirken nervös. Ich gehe mit ihm. Hüpf an Bord, Sie. Wir sehen uns im Außenposten. Ja, ich werde da sein. Also irgendwelche Fluchtkapseln oder so. Ich hasse diese Dinger. Setzt man sich dann nicht in den Pilotensitz? Fragezeichen. Ich wusste es. Warum setze ich mich bitte nicht in den Pilotensitz? Irgendwo im Sumpf. Na super. Erinnere mich daran, das nie wieder zu tun. Dagon muss Ravis geschickt haben, um den Kompass zu holen. Vielleicht versorgt die Anlage im Wald irgendetwas auf dem Mond. Ist nur eine Vermutung. Aber wenn Ravis auf dem Weg dorthin ist, müssen wir auch hin. Okay, Leute. Gerücht. Bin ich jetzt quasi hier wieder, wo ich schon mal war. Okay. Das heißt, wo muss ich denn jetzt lang? Ich muss zumindest mal eine ganz kurze Pause machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's. Muss nachher nicht vergessen, das auszuschneiden. Sind wir hier? Wo lang muss ich denn jetzt weiter? Weil da zurückfliegen, das wird nix. Na, da dürfte es auch nicht weitergehen. Da lang? Dieses Gefahrding. Wo
wo ich letzte Mal nicht weiterkam, aus irgendwelchen komischen Gründen, soll ich jetzt da weiterkommen. Naja, ich habe ja jetzt hier... jetzt super Fähigkeiten hier gelernt. Komme ich hier hoch? Ja. Komme ich hier hoch? Und kann dieses Pad nehmen? Ich würde sagen, das ist ein Data-Pad. Oder was davon übrig ist. Komm, überbringen wir die Nachricht. Komme ich hier irgendwie runter? Ohne drauf zu gehen. Erstmal meditieren und ausruhen auf jeden Fall, damit ich wieder ein bisschen Stimpacks habe. Okay, weiter geht's. Können wir ihr die Nachricht überbringen? Sie wird sehr erfreut sein. Schlechte Neuigkeiten, Winnie. Das Datapad war total kaputt. Oh, meine Entwürfe. Sie sind für immer verloren. Tut mir leid, Winnie. Ich werde versuchen, im Außenposten etwas für dich zu organisieren. Nochmals danke. Kein Problem. Oh, ja, haben wir jetzt vergessen. War nicht so schlimm. Wir sehen uns vielleicht in der Kantina. Nach dieser Tortur könnte ich eine Erfrischung vertragen. Monk mixt seine Drinks mit viel Alkohol. Monk? Ist das hier ein Klosterplanet? Hallo. Oh, Wort für ein Gespräch. Okay. So. Hoch hier. Und schwupps. Wir speichern mal kurz nochmal. Wird nicht schaden. Und dann gucken wir mal, wo es weitergeht. Da hinten ist irgendwas. Da geht irgendwas quer. Gefahr. Irgendwas ist da. Da kann ich von der Leine auf die andere springen, oder? So. Ah, vielleicht auch nicht. Super. Nein, ich will doch nur auf diese eine Leine springen. Hier hin drauf gehen. Oh, wir können da runterschauen. Warum schaffe ich es nicht, von A nach B zu springen? Weil ich daneben springe. Ich bin ein Danebenspringer. Konnte ich gerade ein bisschen schneller? Vielleicht schaffe ich es ja noch. Nein, wir gehen wieder drauf. Aus irgendeinem Grund. Also fallen lassen geht nicht. So, da sind wir erst am Ende. Es ist doch. Und schaffen wir es? Nein. Jetzt haben wir es. Raus, danke. Mal gucken, was das hier ist. Eigentlich hätte ich Schluss machen sollen, wahrscheinlich mit der Aufnahme, aber... Was ist das? Öffnen.
so ein uralter Tempel. Wir machen den jetzt einfach mit, was soll's. Muss ich hier mal vorankommen? Gefühlt braucht man für alles hier ewig und kommt nicht vorwärts. Willkommen, Jedi. Still zu sein bedeutet, ruhig zu sein. Der Weisheit beim Aufblühen zu helfen. Jedoch ist die Galaxis selten statisch. Bewegung jedoch kann für Klarheit sorgen. Lass die Wahrheit wie einen Fluss fließen und neue Wege um jedes Hindernis herum schaffen. Okay, wir machen Schluss hier und das machen wir in der nächsten Folge. Das ist ein extra Abschnitt. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.